Zum Beispiel, es gab einen Vorfall bevor Corona war. Da war er irgendwie auf dem Schulhof und dann wurde er gesehen mit Neger und du weißt doch, das kennt man ja schon seit über 20, 30 Jahren, das ist ja nichts Neues. Ja. Auf jeden Fall gehänselt mit Neger, dies, das, und dann hat er wohl jemanden geschlagen. Da meinte ich zu ihm so, Joel, pass mal jetzt auf, du darfst nicht vergessen, dass du mit den anderen die einzigen Dunkelhäutigen seid auf der Schule. Und da habe ich zu ihm gesagt, du musst aufpassen, egal was du machst, wenn du halt zurückschlägst, dann reden alle über dich, weil du bist der einzige Dunkelhäutige. Und dann werden die sagen, okay, da ist wieder der Schwarze, der Ausländer, der macht halt wieder voll viel Scheiße. Wie kann man seine Kinder auf Rassismus vorbereiten? Also ich glaube, wir hatten nie dieses eine Gespräch, dass du uns, also wir sind zwei Geschwister, dass du gesagt hast, okay, wir müssen jetzt mal über das Thema Rassismus sprechen. Dass du gesagt hast, okay, das muss jetzt mal angesprochen werden. Es hat sich eigentlich eher immer aus bestimmten Situationen, in denen wir Rassismuserfahrungen gemacht haben, so ergeben, dass du sowieso gezwungen warst, das Thema anzusprechen, oder? Genau. Also ich habe das zum Beispiel, als es eine Realempfehlung gab statt Gymnasialempfehlung, dann habe ich ja aus meinem Leben Beispiele gegeben, habe gesagt, Elida, ich kam auf die Hauptschule, obwohl ich gar keine Hauptschülerin war. Dann habe ich ihr Beispiele gegeben von Freunden von mir, die sehr, sehr erfolgreich sind, alle Akademiker sind. Aber die hatten alle das gleiche Schicksal wie ich. Wir kamen alle auf die Hauptschule, weil wir die Kinder von den Gastarbeitern waren. Haben eure Eltern euch auf Diskriminierung vorbereitet, zum Beispiel ein Gespräch mit euch geführt? Also wir hatten nie so ein Gespräch, meine Eltern und ich und meine Geschwister. Natürlich hätte ich es mir gewünscht. Also ich verstehe, woher das kommt, dass das Gespräch nicht stattgefunden hat, von meiner weißen Mutter aus. Wie bei vielen weißen Eltern von schwarzen Kindern, so weil die Person einen schwarzen Partner oder Partnerin hatte, ist dann der Gedanke, ey, okay, ich bin inhärent antirassistisch, so gibt es ja keinen Bedarf, so ein Gespräch zu führen. Und von meinem Vaters Seite, denke ich, schätze ich, ist es so, dass seine Strategie ist, mit Rassismus umzugehen, das immer so als Einzelfall zu behandeln, so es immer runterzuspielen, obwohl es auf jeden Fall sehr viele schlimme Erfahrungen gab. Und ganz wichtig, was bei diesem Gespräch auch wichtig ist, ist es wichtig zu sagen, hey, du machst diese Erfahrungen von Rassismus, aber zum Beispiel mit meinem Vater hätte ich dann auch gerne ein Gespräch gehabt, inwiefern ich auch vom System Rassismus profitiere. Das heißt, wir machen ähnliche Erfahrungen, aber eben nicht die gleichen, aufgrund meiner Nähe zum Weißsein. Voll der krasse Punkt so, einfach weil ich auch eine weiße Mutter habe und einen schwarzen Vater. Ja, zum Beispiel, wenn ich mit meiner Mutter jetzt über Rassismus rede, dann sagt sie, ja, natürlich gibt es Rassismus. Natürlich hast du richtig viel Rassismus erfahren. So. Und wenn ich jetzt mit meinem Vater darüber reden würde, dann würde er sagen, es gibt keinen Rassismus. So. Und du hast dementsprechend auch keinen Rassismus erfahren. Beziehungsweise er würde mich fast schon auslachen, so, weil er nämlich in mir so stark meine Mutter sieht. So. Und das sich dann halt, also für ihn ist das auch so ein bisschen dann, glaube ich, auch wenn er es vielleicht nicht zuordnen kann, für ihn so Colorism so ein bisschen ist. Glaubst du, für deine Kinder spielt es im Alltag eine Rolle, nicht weiß zu sein? Also ich glaube nicht, dass es für meinen Sohn eine Rolle spielt, da er ja erst 9 Jahre alt ist. Aber ich glaube schon, dass er schon die Unterschiede merkt, dass er halt nicht weiß ist. Ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt. Also hier in Deutschland, man fragt immer, woher kommst du? Mhm. Ja, stimmt auch wieder. Ja, ne? Ja. Ich habe, als meine Kinder noch in der Kita waren, habe ich auch so eine interessante Erfahrung. Also wir haben Probleme mit dem Platz im Kindergarten. Mhm. Wir haben keinen Platz bekommen in Kreuzberg, wo wir gewohnt haben. Wir mussten unsere Kinder nach Alexanderplatz, Berolina Straße. Interessanterweise, mein Sohn, der war der Große, der galt damals dort nicht als Deutscher. Ah. Es ist Ausländer. Ja, so als Ausländer. Und wenn ich abgeholt habe, haben die Kinder akzeptiert, das ist mein Sohn, nicht der Papa. Und dann haben wir einen Platz bekommen in der Nähe unserer Wohnung in Kreuzberg. Das war interessanterweise, was die Kinder von türkischen Kindern und arabischen Kindern, ist mein Sohn auf einmal Deutscher. Einmal hab ich abgeholt, dann sagte er, wer bist du? Ich bin der Vater von Ananda. Nein, der ist Deutscher und du bist Chinese. Ja, das ist interessant.
Offensichtlich ja, weil ich finde gerade diese Menschen, also ja, gerade da muss dieses Gespräch geführt werden. Ja. Natürlich, natürlich.